So ein langgezogenes Hm im Titel. Geht doch. Geht doch, ja. Mir fiel mal wieder nichts anderes ein, aber tatsächlich, ihr habt es ja gesehen, wir haben einen 20er Klarkrieg gespielt, was wir schon ewig nicht gespielt haben. So, und ich bin ganz begeistert, muss ich sagen. Also ich bin nicht. Ich bin gut drauf, sagen wir mal so. Wir haben den Klarkrieg nämlich gewonnen. Dafür müssen wir allerdings schon wieder in die History gehen. Und zwar in unser Kriegslog in Classic. Wir haben gegen die Brutal Burgers, Burgers, ja, Brutal Burgers, 52-47 gewonnen. Die haben jetzt auch zwei Angriffe nicht gemacht, im oberen Teil vor allen Dingen. Haben die hier bei uns Bases offen gelassen von mir und dem Max. Da hätten sie lieber versuchen sollen, mit den anderen, die jetzt noch irgendwo versucht haben, Stern zu reißen, bei uns vielleicht zwei Sterne zu machen. Haben sie aber nicht gemacht. Wir haben allerdings auch so ein paar, muss ich sagen, die jetzt nicht angegriffen haben. Wir haben sie noch nicht gekickt. Da Space Monkey jetzt schon ein bisschen länger bei uns ist, da kann ja irgendwas gewesen sein. Déjà-vu ist ein Neuling und im Moment haben wir, glaube ich, keinen gekickt, der sich nicht selber gekickt hat. Felix 85 und Wiglof konnten vielleicht unten auch nicht mehr viel reißen, aber ich meine, wir haben dann dafür einfach ein bisschen dippen können, haben aber dafür wirklich alles unten zugemacht, was sehr, sehr gut war. Bei uns blieb natürlich jetzt unten auch nichts offen, aber im oberen Bereich waren wir auch ja, mehr oder minder erfolgreich. Ihr seht das hier, 7 und 8 noch gedreiert. Und oben stabil zwei Sterne geholt. Und das reicht dann in der Regel. Aber lass mal so die neuen Leute angucken, die hier so reingejoint sind. Also hier sind jetzt ganz, ganz viele reingejoint. Ich werde den Clan jetzt gleich auch wieder zumachen. Nur auf Einladung, denn er ist im Moment noch offen. Wir sind jetzt 43 Leute, haben jetzt schon wieder einen verloren, was sehr traurig und schade ist, warum auch immer. Und aber wir gehen mal rein. Und zwar, wo gehen wir rein? In Aids Power hier. Einfach mal ein bisschen Clash gucken. Okay, 10 gegen 9. Ja, das habe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht besser gewusst. Das machen wir mal zweimal. Das habe ich jetzt gerade nicht besser gewusst. Ich wusste nicht, dass die. Ach doch, die Gegner hatten 9er unten, glaube ich. Ne, habe ich ja, glaube ich, gezeigt gehabt. Das haben wir jetzt nicht gehabt. Wir hatten unten ausschließlich 10er. Ich kann eigentlich auch nach vorne gucken, um das zu dokumentieren. Ich muss sagen, meine Webcam ist ganz, ganz komisch heute. Nicht nur heute, sondern die ist extrem. Die ist ungefähr so ein Stück über dem Monitor auf einem Ständer, der noch dahinter ist. Falls der Monitor mal wackelt, dass die Cam nicht wackelt. Aber das Witzige ist, die ist eigentlich ultra hoch und trotzdem nicht ganz gerade zu mir. Ich sitze eigentlich so ein bisschen tiefer als die Kamera und ich muss mal relativ genau reingucken. Das ist ein bisschen komisch. Also ich habe immer so ein bisschen komisches Gefühl, so muss ich sagen. Und ja, okay, das war jetzt der zweite Angriff hier, um die Sterne hier rauszukriegen. Hier hat echt einer nur einer gemacht von den Zehnern. Okay. Ja. Aber lass mal ruhig gucken. Ich meine, es gibt dann die etwas, ich will es mal wirklich so sagen, die etwas älteren Hasen hier, die dann schon wissen, wo sie noch einen guten Stern holen können. Ich habe auch mit dem Avatar erstmal einen Zwölfer gemacht, wo ich mir sicher war, den Dreier ich, oder relativ sicher war. Und habe, glaube ich, auch mit Thorsten einen Dreier gemacht, wo ich mir auch sicher war, dass ich den hole. Glaube ich, dass das so war. Lass mal gucken. Thorsten, ja, den ersten Angriff, ne, das war auf dem 13er, wo ich mir einfach sicher war, dass ich das mache. Aber wir wollten ja mal so ein bisschen so die neuen sehen. Wieso macht der nur einen Stern da unten? Wieso macht der Purple Haze? Der macht zwei Sterne da. Nico, Nico, mal gucken. Das ist jetzt 15 auf 16. Das ist nicht so weit weg. Aber trotzdem ist das 11 auf 10, Leute. Wenn auch nicht so gute Helden. Und krasse Truppe. Ich bin schon wieder begeistert. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Aber Anfang ist eigentlich nicht schlecht gemacht, okay. Klamburg-Locken. Und dann entgegen des Fegers mit dem Ballon kommen, okay. Mal sehen, was hier der, wie heißt der mal, Value oder Impact. Außen kommt er hier mit ganz vielen Hogs da oben auf der Ecke. Okay, hier auch nochmal mit so ein paar Hogs. Naja, sind ja auch nur zwei Sterne geworden. Jetzt wissen wir auch warum, ne? Also besser wäre es gewesen, wirklich nur Drachen zu nehmen. Sage ich jetzt mal so. Vielleicht nur Blitzzauber, eine Blimp mit reinnehmen für die Mitte mit ein paar Loons, denn in der Mitte kannst du richtig schön gut draufhauen und dann
teilen sich die Ballons hier Richtung Feger und den Luftabwehren und den X-Bögen. So sind die jetzt außen die Felder abgeflogen. Ich hätte fast gesagt, das ist auch noch eine typische 9er-Base. Die Infernos stehen ja auch noch draußen. Und naja, okay, Nico, da musst du noch ein bisschen üben. Das Einfachste ist, man fragt einfach mal im Chat, so nach dem Motto, Leute, ich will die 16 mit Drachen machen, nehme ich 14 Hawks mit oder nicht? Nein. Nimmst du nicht mit. Nimmst du nicht mit für die 14 Hawks. 14 mal 5 Truppen, 5 kostet ein Hawk. Dafür gibt's noch mal 2,5 Drachen auf. Oder halt 2 Drachen, 2... sind sogar 3 Drachen, ne? 3 Drachen wären es gewesen. Oder halt 2 Drachen und 4 Ballons. Naja, gut. Eieieiei. Wenn auch knapp, aber der Inferno gibt alles hier und die Bogenschützentürme. Ich meine, das ist gut ausgebaut. Für 10 hier. Das ist auch eigentlich eine 10er Base, ne? Von der Verteidigung her war die jetzt auch nicht schlecht. Naja, gut. Hat denn einer von den neuen mal so auf Anhieb 3 geholt? 12 auf, ja, das waren aber alles Dips, denke ich mal. Speedfighter hat 13 auf 17 gemacht. Oh, der Darkfighter ist nicht mehr bei uns, schade eigentlich. Okay, der hat 14 auf 14 gemacht. Der hat 14 auf 14 gemacht, ist aber nicht mehr bei uns, sehe ich jetzt gerade. Okay, auch wieder ein Dip. Naja, heute habe ich ein bisschen Pech. Aber nicht so schlimm. So sehen wenigstens Elva, wie es geht, mit nicht ganz allen Helden auch 3 Sterne zu schaffen. Also nur mit dem Warden und mit der Bogenschützenkönigin. Ich denke mal, für einen Dip kann man das machen. Da muss man den King nicht unbedingt haben. Aber ist natürlich immer besser, auch in solchen Angriffen einfach mal 3 Helden dabei zu haben. Und für die, die hier jetzt gar nichts gesagt haben, die ganzen Kriege über oder jetzt gar nicht angegriffen haben, weiß nicht warum nicht, sie sind aktiv, ich habe mal nachgeguckt, entweder trauen die sich nicht, weil sie so wenig CK-Sterne haben, aber ich meine, wir geben den Leuten hier die Chance, dass sie hier angreifen können und von daher, warum macht ihr das nicht? Macht das doch einfach, würde ich jetzt mal so sagen. Naja. Wer ist das hier? Mortus. 2 auf 7. 14 auf 14. Okay. Ah, Mortus wieder. Mortus geht's wieder etwas besser. Er kennt ja das kleine Problem in Deutschland, was wir im Moment haben, wo wir jetzt ja erstmal durch sind. Hat es dann auch andere ein bisschen erwischt. Den einen mal ein bisschen härter, den anderen gar nicht. Und aber ich weiß, dass Mortus auch so ein bisschen brach gelegen hat. Und hat er, glaube ich, auch in der Liga einen Angriff nicht gemacht, weil er einfach zu schlapp war, hat verpennt. Was ihm auch gegönnt ist, würde ich mal so sagen. Denn ich glaube, das ist so eins dieser Symptome, dass man sich unheimlich schlapp fühlt und abgemattet und so. Ja. Und von daher, alles gut hier. Dafür ist er auch schon, muss ich sagen, zu lange dabei, als dass ich... dann sage, bringt nichts mehr, kicken wir. Nee, das machen wir auf jeden Fall nicht. Okay, das hier ist ein, das ist eigentlich ein Hybrid, ne? Aber irgendwie auch, schafft ganz schön viel, jetzt schon 50% nämlich, nur mit ein bisschen Killsquad, mit der Burg und jetzt kommt eigentlich der Hybrid erst rein. Ziemlich spät, finde ich. Aber ich meine, die brauchen jetzt auch nur noch 50% machen. Jetzt noch nicht mal mehr 50%, Rathaus ist weg und kann man auch so machen, ne? Hatte eigentlich richtig lange gewartet da. Die beiden Single Infernos geben natürlich alles, aber müssen immer wieder aufladen und schaffen dadurch auch immer nur eine angreifende Einheit. Das ist dann an der Stelle auch eher wenig. So, den holt er nochmal raus mit dem Blitz da. Wunderbar, dass der nochmal neu aufladen muss. Und der Inferno hier in der Mitte fällt da. Oh, das ist aber knapp gewesen. Boah, der fällt auch erstmal nicht. Okay, der hat nicht mehr viel Leben. Ne? Guck mal, er ist nur ein Strich. Okay, das ist noch ein Strich mehr, nicht? Also eine echt enge Kiste hier. Queen ist allerdings noch zündbar. Er ist jetzt gleich schon in der Nähe und der Warden hat's gerissen hier mit seinem Pad. Perfekt, einmal noch der Scattershot. Alleine ist er jetzt nicht so stark. Da hinten kommt nochmal eine Luftmine raus für die Heiler.
packt die Queen aber auch noch. Pony ist auch noch mit dabei. Ich nenne das immer so ganz niedlich, ne? Trippel, Trappel, Trippel, Trappel, Pony. Weiß auch nicht, wo ich das her habe. Habe ich wohl irgendwo mal gehört. Ist, glaube ich, ein Kinderlied oder so. Oder eine Kinderserie. Weiß ich nicht mehr. Sehr schick. Sehr schön hier. Oh, ab und zu muss ich mal ein bisschen gucken, ob ich überhaupt noch aufnehme. Ah ja, ich nehme auf. Perfekt. Sehr schön. Ja, eigentlich bin ich ganz gut zufrieden. Und wundert mich ein bisschen, muss ich mal so sagen. So, den haben wir gehabt. Dark Hoodie. Wo hat denn der Toto eigentlich zugeschlagen? Hier mit dem AFA. Habe ich so tief zugeschlagen? Nee, ne? Nee, so tief war es dann auch nicht. Da ist er. Ein Zwölfer. Ein Zwölfer. Mit Hybrid. Okay, aber ich habe auch den Blimp, habt ihr gerade gesehen, ich habe den Blimp besser sicherheitshalber genommen. Weil ich mir jetzt auch nicht sicher war, ob ich die Base so mache oder auch überhaupt so schaffe. Oben erstmal ein bisschen gefunnelt, dass die Queen den Weg geht, den ich möchte und nicht den sie möchte. Also die soll hier Richtung Clanburg. Und ja, hier ist mir schon wieder was aufgefallen. Leute, was fällt euch auf, wenn ihr unten in die Leiste schaut? Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Ich weiß nicht, warum mir das schon mehrmals passiert ist. Bei mir ist es nochmal gut gegangen, aber ich habe keinen Giftzauber dabei. Ich habe keinen Giftzauber dabei gehabt, weil ich wahrscheinlich noch irgendwie so eine andere Armee am Start hatte. Eine Luftarmee oder sowas, wo ich dann in der Regel keinen Giftzauber mitnehme, wenn ich also mit Drachen angreife oder so. Aber ist schon ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Eigentlich bin ich nicht so vergesslich und gucke schon vorher mal, ganz gerne rein. Den zweiten Mauerbrecher habe ich natürlich ein bisschen dusselig gespielt hier für den King. Aber sei es drum, vielleicht kriegt er den Flächenschaden da weg. Die Queen macht jetzt mit zwei Headhuntern erstmal den King weg und jetzt laufen die Headhunter natürlich zum nächsten lebenden Helden. Das wäre hier die Queen gewesen. Schaffen die natürlich auch nicht ganz. Auch da kann man mal nur einen spielen. Also ihr seht schon, wenn man sich so einen Angriff nochmal anschaut, das ist jetzt überhaupt das erste Mal, dass ich mir den nochmal anschaue, dann kommen diese hätte Geschichten immer. Ne? Hätte ich mal und so weiter. Dennoch war das hier, glaube ich, dann am Ende eine eindeutige Sache. Muss ich nochmal gerade gucken. Unten die Tesla Farm ist jetzt kein Thema. Der Dicke baut das hier alles weg. Oben die vielen Miner in Heilung vor allen Dingen. Die Heiler sterben jetzt natürlich da. Luftmine. Dann noch die Clanburg. Aber das sind auch ganz schön viele. Da habe ich jetzt gerade, blicke ich jetzt auch gerade erst. Und hier unten ist natürlich hammermäßig die Meute am Start. Und rockt das ganze Ding hier weg. Sehr schick. Naja, ich war auf jeden Fall schon recht erfreut. Ich habe allerdings auch mal zwei Mails. Das ist auch eher selten, dass ich mal zwei Mails lostrete, so nach dem Motto, Leute aufwachen. Das war so 10 Stunden vor Schluss. Wir sind im Clankrieg. Ja, da hatten wir gerade mal so 6 Sternchen oder sowas. Und danach habe ich dann nochmal 2 Stunden vor Schluss, glaube ich, geschrieben. So nach dem Motto, so jetzt aber unten mal alles zumachen. Es wird Zeit. Und ich habe dann auch so knappe 1,5 Stunden vor Ende meine Angriffe komplett durchgemacht, weil ich auch weg musste. Und aber so kann man es, denke ich mal, machen. Wir gehen mal hier ganz, ganz oben hin. Oh ja, komm, hat der Toto gemacht mit Drachen. Seht ihr mal meinen Kram 4, obwohl 77% gar nicht mal so schlecht waren. Dafür, dass ich ja nie weiß, was ich tue, bin ich zumindest bis in der Mitte gekommen. Aber auch hier Blimp im Anschlag und erstmal ein wenig gefunnelt für die Drachen hier. Ich weiß gar nicht, warum ich da so heftig mit den Ballons rauskam. Warum ich das gemacht habe. Wollte ich die Drachen so ein bisschen in der Spur halten hier Richtung Scattershot. Die sind jetzt auch alle im Scattershot draufgegangen. Aber ich kriege die Drachen hier eigentlich ganz gut rein. Multi Inferno ist natürlich auch nicht ganz so stark gegen die Superdrachen. Die haben ja dann schon ein bisschen mehr Trefferpunkte auch. Und der Schaden ist echt immens, muss ich sagen. Ich habe erst gedacht, oh, das könnten auch 3 werden. Aber am Ende hat es dann halt nicht gereicht. Dann, zumal sich dann auch die Drachen so ein bisschen hier in dem Viereck so ein bisschen verteilen leider. Und fliegen jetzt auch natürlich die Felder ab. Das kann man mal anders machen. Oh, ich habe noch einen kleinen Schluck Kaffee hier. Ja. Na, aber dennoch.
besser zwei als kein oder nur einen und man muss dann nochmal ansetzen und hat quasi einen Angriff so ein bisschen vergeudet, würde ich sagen. Also wie gesagt, bin eigentlich ganz zufrieden hier. Es sind jetzt noch 7 Platz frei. Ihr müsst euch jetzt allerdings bewerben, wenn ihr hier rein wollt, also mit Name, Anschrift, wer bin ich, wie heiße ich und so weiter, wo komme ich her, Namen bitte tanzen. Und deswegen mache ich jetzt den Clan auch zu, denn das geht nicht mehr hier. Wir nehmen ab 11 auf und wir nehmen jetzt nur noch benötigte Trophäen, nur auf Einladung. Ach, der steht jetzt schon nur auf Einladung. Irgendeiner hat das schon hingestellt. Okay. Oh, da hat jemand die Beschreibung angepasst. Wusste ich gar nicht. Wir sind ein geselliger und stressfreier Haufen. Wenn du aktiv bist und gerne CK, CWL, CS spielst, dann bist du hier richtig. Beim Anklopfen kurze und nette Vorstellung. Viel Spaß. Keine Rusher. Okay. Hat dann ja schon jemand gemacht. Ne? Trophäen sind nicht benötigt, aber Ratus Level 11 und Kriegshäufigkeit ist eigentlich immer. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich tue jetzt mal so, als wenn ich hier jetzt der Chef wäre. Ne? Ja. Also wir spielen eigentlich so ziemlich immer Clankrieg. Wir machen immer die Clanspiele. Wir sind immer in der Liga. Also kommt hier ruhig rein. Die jetzt hier drin waren, die kommen nicht mehr rein. Den habe ich jetzt zwar noch eingeladen. Vielleicht macht er denn ja doch seinen Angriff hier. Nächster Clankrieg. Mal hören, staune. 25. 25, okay, aber einer ist schon raus von den 10ern hier. Das ist der Kollege hier. Natürlich sehr schade. Ist natürlich sehr schade. Clanburg haben sie auch, wenn auch nicht maxt. Macht aber nichts. Hauptsache es ist ein bisschen was drin. 7 Stunden ist noch Zeit. Es wird auch nicht immer das reingetan. Ihr seht das hier. 2 Superlakaien, 3 Headhunter, 3 Kobolde. Das ist etwas abweichend von dem, was eigentlich an meiner Clanburg dran steht. Aber ich glaube, wir sehen das nicht mehr so. Wir sehen das nicht mehr ganz so eng. Hauptsache ist, dass das Truppen in der Clanburg sind. Ihr seht auch, die Truppen sind nicht Max-Truppen. Da hat sich dann jemand Mühe gegeben, der uns die nicht Max geben kann. Er hat aber gedacht, ich tue mal was Gutes. Ich befülle die Clanburgen. Und deswegen lasse ich die jetzt auch drin hier. Das wäre doof, wenn ich die jetzt raustue und schreibe, bitte nur Max-Truppen. Das ist dann auch ein bisschen doof für den Spender. Der bekommt ja, wenn der Clankrieg anfängt, bekommt er ja auch die Punkte dafür. Ich meine, die bekommt er ja sowieso. Aber dennoch, finde ich, kann man die ruhig drin lassen. Könnt ihr mir ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob das in Ordnung ist oder nicht. Also ich finde das absolut in Ordnung mittlerweile. Ich krähe da nicht mehr rum. Für mich ist immer Hauptsache, die Clanbogen sind voll. Es werden ja schon hochwertige Truppen sein. Also ich sag mal, Level 1 und Level 2 Barbaren packt da dann auch keiner rein. Ne? Naja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr hattet einen coolen Wochenstart. Und dann sehen wir uns natürlich in dieser Woche wieder mit einigen Folgen Clash of Clans. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht einen Daumen nach oben geben, keinen Kommentar schreiben. Alles tutti. Bis dahin. Danke. Euer Toto.